Wir haben heute im Europäischen Parlament eine Roundtable-Diskussion gemacht zur Situation jesidischer Frauen und Mädchen in den vom Islamischen Staat besetzten Gebieten. Die Situation ist einfach dramatisch und ich glaube, dass wir nicht nur im Europaparlament darüber informieren sollten. Ich habe Mirza Diyani, meinen Gast, gebeten, auch für diesen Videoblog zu erzählen. Mirza, du hast Geschichten berichtet, die kaum zu glauben sind, von Mädchen, die ihr in den letzten Tagen befreien konntet. Erzähle bitte noch einmal. Ich muss doch noch die Geschichte, die grausame Geschichte und Schicksal von 7 Mädchen, die zwischen 16 Jahre und 22 Jahre alt waren, die seit 2 Monaten in den Händen von ISIS waren, in Raqqa, mehrmals verkauft. Letztendlich die 7 Mädchen oder jungen Frauen waren bei einem australischen Kämpfer des ISIS. Und dieser australische Kämpfer mit seiner eigenen Frau, die von Australien gereist waren, um vor ISIS zu kämpfen in Raqqa. Die Mädchen standen in sehr schlechter Situation. Wir haben über verschiedene Vermittler, arabische Vermittler in Syrien, in Raqqa und in verschiedenen Gebieten versucht, bis uns gelungen war, diese 7 Mädchen leider sozusagen wieder gekauft und sie befreit. Und die Mädchen kamen dann nach Hause zurück vor 3 oder 4 Tagen. Ich wollte mit dieser Geschichte nur einfach die Welt und die Öffentlichkeit aufmerksam machen auf das Schicksal von 5000 Geiseln und entführten Frauen und Kinder. Von diesen 5000 mindestens 2000 Mädchen und Frauen, die in Händen von ISIS waren, die grausame Schicksal von Vergewaltigung, von Verkauf und Kaufen erlebt haben. Wir haben mittlerweile bis letzte Woche etwa 88 Frauen und Mädchen befreit, die nach Hause zurückgekommen sind, aber leben in sehr schlechter psychischer Situation, sehr schlechter medizinischer Situation und die sind hoffnungslos und auch brauchen dringende Behandlung, medizinische und psychische Behandlung und die leben sogar auch nach diesem Trauma in Camps von Kurdistan, Duhok und Sakho. Ja, eines der Resultate der heutigen Diskussion ist, dass mehrere Personen, die daran teilgenommen haben, die im Parlament an zuständigen Stellen arbeiten, gesagt haben, dass wir uns genau diese Situation jetzt anschauen wollen, was Visa für Frauen angeht, die man in Europa dann medizinisch, auch psychologisch betreuen kann. Wenn wir da nur einen Schritt weiterkommen in den nächsten 1-2 Monaten, hat sich der heutige Tag schon gelohnt. Trotzdem müssen wir dranbleiben. Es geht nur mit Aufmerksamkeit, öffentlichem Druck zu diesem Thema, dass wir hier in Europa die Politik dazu bringen, Hilfe zu leisten. Und aus diesem Grunde auch noch einmal diese Berichterstattung